Ja, als nächstes wollen wir uns anschauen, was sich an dieser Betrachtung verbessert, wenn wir Splines als einen Ansatzraum nehmen. Das heißt also, wir wollen jetzt nicht mehr die Polynome wählen als xH, also nicht mehr Pn mit p von a gleich 0 als xH, sondern wir wählen die Splines, und zwar die Splines von der Ordnung 2. Und das sind die stetigen Polygonzüge mit p von a gleich 0, also Ansatzraum xH in unserem Fall. Das ist die stetigen Polygonzüge, also Splines der Ordnung 2. Ja, zu einer Unterteilung, zu einer äquidistanten Unterteilung des Intervalls AB. Und das nehmen wir mit n Knotenpunkten. Und natürlich muss wieder für alle von diesen Funktionen, die da drin liegen, muss wieder gelten, s, die Splines war meistens mit s genannt, muss wieder gelten, s von a gleich 0. Okay, überlegen wir uns nochmal, wie das war mit diesen Splines. Und ich möchte das immer hier unten ein bisschen dran machen. Diese Splines, das waren, naja, wenn hier das Intervall AB ist, dann haben wir das in diesem Fall äquidistant unterteilt. Und die Splines der Ordnung 2, das waren so stückweise lineare Funktionen, die noch stetig aneinander saßen. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen viele Punkte gemacht. Ich mache das mal. Ja, das war keine gute Idee. Ich nehme nur ein paar davon. Also ein typischer Spline wäre so etwas. Ja. Das heißt, er ist überall linear, hat aber Knickstellen. Okay, zunächst mal erste Frage, ist so eine Funktion überhaupt in H1? Also ist eine solche Funktion überhaupt schwach differenzierbar? Sie ist sicherlich nicht in C1, ja, sie ist sicherlich nicht im klassischen Sinne differenzierbar, aber Frage, ist sie denn vielleicht zumindest mal schwach differenzierbar? Und die Antwort ist ja. Und die Begründung ist, naja, wir haben ja bereits gezeigt, die Betragsfunktion, die ist schwach differenzierbar. Und ja, die Betragsfunktion ist genauso eine lineare Funktion mit Knick. Und genau die Argumentation, die wir da gemacht haben, die können Sie hier tatsächlich auch wieder genauso bringen. Und es stellt sich heraus, tatsächlich alle diese Funktionen mit Knick sind schwach differenzierbar. Und das heißt, diese Splines sind tatsächlich in H1. Das heißt also, xH ist eine Teilmenge von x. Und das heißt also, unsere Wahl oben ist auch tatsächlich vernünftig. Zweiter Punkt, wir müssen eine Basis wählen. Okay, wähle eine Basis in xH. Ja, wie könnte so eine Basis aussehen? Es muss an irgendwelche Knickfunktionen sein. Und ich habe hier unten wirklich viel zu viele Basispunkte gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die wegbekomme. Ich versuche es mal. Ja, also da unten die Unterteilung, die ist viel zu gut. Das machen wir einfach mal weg. So, hat sogar geklappt. Das ist meine Unterteilung, die ich hier vorne haben möchte und die ich tatsächlich oben für meinen Spline auch benutzt habe. Okay, wie könnte so eine Basis aussehen? Das müssen natürlich alles Knickfunktionen sein. Und ich versuche mal, Knickfunktionen zu definieren, die einen möglichst kleinen Träger haben. Und da fällt mir als erstes ein, naja, vielleicht könnte man so eine Knickfunktion mal nehmen. Und man sieht erstmal, natürlich ist das ein Spline der Ordnung 2, denn das ist stückweise linear und es ist stetig. Es hat einen möglichst kleinen Träger und ja, das ist ein guter Kandidat vielleicht für so eine Basisfunktion. Und ich möchte die mal so wählen,
dass dieser Wert hier oben tatsächlich 1 ist. Das heißt, das soll so eine Funktion sein, die an einem Gitterpunkt erst 0 ist, dann auf 1 hochgeht, dann auf 0 wieder runtergeht. Diese Art von Funktionen möchte ich gerne haben. Okay, und wie könnte ich jetzt mehr davon haben? Naja, also jetzt bin ich hier beim ersten Punkt angefangen. Ich könnte ja die zweite Funktion hier vorne einfach mal so definieren, die dritte mal so und so weiter. Und ohne dass wir das jetzt hier groß beweisen, auf diese Art bekommen Sie tatsächlich eine Basis dieser Knickfunktionen. Sie sehen sofort, die sind alle linear unabhängig. Das Ganze hat den, die haben n, bei n plus 1 Punkten haben Sie n Basisfunktionen, haben Sie n plus 1 Basisfunktionen. Naja, also das ist genau das, was wir tatsächlich wollen. Das heißt, die sind alle linear unabhängig, das muss eine Basis sein. Ja, also Sie können sofort sehen, wie man so eine Funktion dann tatsächlich darstellen kann. Okay, gut. Das heißt, das scheint irgendwie so eine vernünftige Basis zu sein. Und diese Basisfunktionen, die wir da haben, die nennen wir mal phi 0 bis phi n. Und das sollen jeweils die Funktionen sein, die beginnen am Knotenpunkt t 0 und dann enden offensichtlich beim Knotenpunkt tn plus 2. Tn plus 2. Okay. Gut, das heißt also, wir haben hier so eine Basis gesucht und diese Basis, xh, schreiben wir als die lineare Hülle von phi 0 bis phi n und das sind gerade diese einfachen Knickfunktionen, die ich da unten hingeschrieben habe. Dann müssen wir die Matrix-Elemente ausrechnen. Und ich erinnere Sie nochmal, das ist also sowas wie B von VI und VK, was wir ausrechnen müssen. Oder B von Phi I und Phi K in unserem Fall. Ja, ich habe die jetzt Phi I genannt, hier vorne die Basisfunktionen. B von Phi I und Phi K, naja, das ist sowas wie das Integral A bis B, P von T, Phi I Strich von T, Phi K Strich von T, plus Q von T, Phi I von T, der Strich hier, Phi I von T, Phi K von T, dt. Okay, da fällt einem jetzt zunächst mal auf. Okay, das hier ist meine Funktion Phi 0. Das hier vorne ist mal unsere Funktion Phi 2. Die haben keinen überlappenden Träger. Das heißt also, diese Funktion Phi 0 und natürlich auch ihre Ableitung, die lebt auf diesen ersten beiden Intervallen. Das Phi 2 lebt auf den Intervallen 3, lebt auf den beiden Intervallen, die danach kommen. Das heißt also, für das Integral, das B von Phi 0, Phi 2 wird in jedem Fall 0 sein. Ja? Dieses Integral davon ist in jedem Fall 0. Das heißt, es gilt schon mal sicher, B von Phi 0 und Phi 2, das wird sicherlich 0 sein. Das gilt natürlich immer, sobald die beiden Funktionen in der Ordnung sich um mehr als 1 unterscheiden, wird das Skalarprodukt, das wir da ausrechnen, das Integral wird immer 0 sein, weil die Träger sich da nicht überlappen. Das heißt also, ich weiß schon mal sofort, dass B hat nur Einträge. Auf der Hauptdiagonalen. Und den beiden Nebendiagonalen. Und das heißt, B ist eine Tridiagonalmatrix. Den Begriff habe ich schon mal irgendwann eingeführt. Und das bedeutet insbesondere, Gleichungssysteme mit diesen Triagonalmatrizen lassen sich sehr, sehr einfach lösen. Wir wollen noch eine kleine Anwendung machen. Also das B lässt sich also sehr einfach ausrechnen, weil wir tatsächlich nicht diese n plus 1 Quadrat Einträge ausrechnen müssen, sondern wir müssen tatsächlich nur die beiden Hauptdiagonalen ausrechnen, also die Hauptdiagonale und die beiden Nebendiagonalen ausrechnen. Und das heißt, wir haben sowas in der Größenordnung von 3n Integralen, die wir ausrechnen müssen. Und das ist deutlich weniger als die n plus 1 Quadrat, die wir bei den Polynomen hatten. Und zusätzlich können wir das Gleichungssystem, das wir hinterher lösen müssen, auch noch einfacher lösen. Das heißt also, check, ja, also das hier ist wesentlich einfacher. Das ist also
Ja, da wir bei Grün, bei den Splines bekommen wir hier eine einfache Matrix, also Tridiagonalmatrix. Deutlich weniger Aufwand. Und bei Nummer 4, bei der Lösung des Gleichungssystems, auch da ist es erheblich einfacher, weil wir eine dünn besetzte Matrix haben. Und sogar eine sehr strukturierte. Ja, in diesem Fall kann man tatsächlich die Lösung sofort analytisch angeben. Okay, gut. Das heißt dann, das haben wir gut hingekriegt. Das wird alles wesentlich einfacher. Wollen wir das noch ein bisschen konkreter machen? Nämlich, was passiert zum Beispiel im Fall der Poisson-Gleichung? Na, die Poisson-Gleichung war minus U2' gleich F. Und wenn wir das übertragen in unserer Sturm-Liouville-Form, dann heißt das, dass P ist konstant gleich 1 und das Q ist konstant gleich 0. Das heißt also, was müssen wir in diesem Fall ausrechnen? Wir müssen ausrechnen für diese Integrale, ich mache mal erstmal nur das B, das Integral von A bis B, 1 mal Phi I Strich von T mal Phi K Strich von T dt. Ja, und der zweite Teil hinten fällt weg, weil das Q 0 ist. Okay, welche Werte hat denn die Ableitung? Naja, das ist natürlich alles extrem einfach auszurechnen. Ja, also gucken wir uns mal das Phi 0 hier vorne an. Das ist 0 hier vorne und das ist 1 hier oben. Die Intervalllänge sollte äquidistant sein, also die sowas wie h gleich 1 durch n. Und dann ist offensichtlich, dieser Anstieg hier vorne ist gerade 1 durch h. Das heißt, die Ableitung von Phi 0 in diesem ersten Intervall hier vorne ist 1 durch h. Ja, also Phi 0 Strich auf dem Intervall, wo es definiert ist, ist vorne gleich 1 durch h im ersten Intervall. Und im zweiten Intervall, naja, ohne dass ich es nochmal runterziehe, da geht es halt runter. Das heißt, da ist die Ableitung konstant minus 1 durch h. Okay. Gut, das heißt also, was ist zum Beispiel mal das Integral, das b von, das b 0, 0? Das wäre also das b von Phi 0, Phi 0. Ja, und das ist das Integral eigentlich von a, wir schreiben ruhig das Integral von a bis b, Phi 0 Strich Quadrat, Phi 0 Strich von t zum Quadrat dt. Okay, erstmal das Phi 0 lebt nur auf den ersten beiden Intervallen. Das heißt, wir können uns natürlich bei der Berechnung des Integrals auf die ersten beiden Intervalle zurückziehen. Und außerdem, naja, also das Phi 0, auf dem ersten Intervall haben wir 1 durch h, auf dem zweiten Intervall haben wir minus 1 durch h. Das heißt, dieses Phi 0 Strich zum Quadrat ist immer 1 durch h Quadrat. Und das heißt also, die Funktion ist in diesem Intervall konstant gleich 1 durch h Quadrat. Die Intervalllänge ist 2 durch h. Ja, ich habe zwei Intervalle. Es ist 2h, Entschuldigung, 2h. Das heißt also, das ist 2h, Intervalllänge mal den konstanten Wert innerhalb des Intervalls. Das ist 1 durch h Quadrat. Das heißt, das ist 2 durch h. Okay, wie sieht zum Beispiel aus das B01? Ach so, und das ist, ich habe es jetzt für B00 mal gemacht, der Einfachheit halber, aber natürlich gilt das für jedes Phi K. Ja? Also BKK auf der Hauptdiagonalen steht überall 2 durch H. Dann schauen wir uns an, was ist das B01? Naja, also das ist das B von Phi 0 und Phi 1. Und da gehen wir auch nochmal nach hier oben zurück. Das hier vorne, das ist das Phi 0. Ja, das lebt auf den ersten beiden Intervallen. Das Phi 1 lebt auf diesem Intervall und auf diesem Intervall. Das heißt also, wenn ich das Produkt von den beiden ausrechne, dann interessiert mich nur da, interessiert mich nur der Schnitt der Träger. Das heißt also, es ist erstmal klar, nur hier überhaupt ist dieses Produkt ungleich 0. Hier ist die Ableitung gleich minus 1 durch h. Hier ist sie gleich 1 durch h. Das heißt also, auf diesem Intervall ist das Phi 0 Strich mal Phi 1 Strich gleich 1 durch minus 1 durch h Quadrat konstant. Das heißt, wir haben
insgesamt, das B01 ist Intervalllänge mal Phi0', das ist minus 1 durch H. Und Phi1', das ist 1 durch H. Und das ist gleich minus 1 durch H. Okay, das heißt, wir können sofort sagen, wie sieht unsere Matrix aus, denn wir wissen schon, dass B02 ist 0, das heißt also, wenn ich jetzt weitergehen würde hier, das ist alles 0. Das heißt, wir haben eine Matrix insgesamt, überraschenderweise, die hat 2 auf der Hauptdiagonale und minus 1 auf den Nebendiagonalen. Und sonst ist überall 0. Okay, große Überraschung, das ist genau das, was wir uns auch schon bei der Diskretisierung, bei der einfachen Diskretisierung der Differentialgleichung, bei der einfachen Diskretisierung der Poisson-Gleichung überlegt hatten. Dann brauchen wir wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr lange zu überlegen, was auf der rechten Seite rauskommt. Achso, und natürlich nochmal 1 durch H. Bis auf diesen Faktor 1 durch H ist es genau das, was wir damals hatten. Okay, was kommt denn auf der rechten Seite raus? Naja, also auf der rechten Seite, da sind diese Vektoren fi und das ist das Integral von a bis b. Ja, nehmen wir mal so ein phi 0 von t, f von t, f 0, f von t, dt. Naja, also erstmal ist natürlich klar, das phi 0 lebt nur auf den ersten beiden Intervallen, das heißt, das ist Integral von a bis a plus 2h, phi 0 von t, f von t dt. Naja, und wenn das h hier vorne klein genug ist, dann ist das hier so ungefähr dasselbe. Kann ich das approximieren durch f von a plus h. Das f von t kann ich approximieren durch f von a plus h. Dann ist das keine ganz schlechte Wahl. Und dann ist das hier so ungefähr dasselbe wie f von a plus h mal das Integral von a bis a plus 2h phi 0 von t. Naja, also, wenn Sie sich das anschauen, das hier vorne hat die Länge h, das hier vorne, das heißt, der Flächenerhalt hier vorne, dieses ersten Teils hier vorne ist h halbe. Das heißt, wenn ich hier vorne integriere, phi 0 über das erste Intervall, dann kommt daraus h halbe. Ja, das ist einfach der Flächenerhalt dieses Dreiecks hier vorne. Der zweite hier vorne ist auch h halbe, das heißt insgesamt ist das, was daraus kommt, gleich h. Gleich h, genau. F von a plus h mal h. Okay, das heißt so ungefähr, ja, das ist so ein bisschen, so ungefähr steht hier tatsächlich dasselbe wie, wenn ich dann nochmal durch das h teile, ja, dann lösen wir das Gleichungssystem, B mal a gleich f und dieses b hier vorne ist 1 durch h mal diese Matrix, die wir schon kannten aus der Diskretisierung. Hier vorne steht noch ein h, wenn ich dadurch teile, dann ist 1 durch h Quadrat und dann ist es genau das, was wir schon bei der Diskretisierung gemacht haben. Das heißt also, was wir hier jetzt rausbekommen, ist anscheinend etwas ziemlich Frustrierendes, nämlich nachdem wir jetzt 3 Stunden lang die Variationsrechnung eingeführt haben, alles von vorne nach hinten durchgekaut haben, stellt sich jetzt am Ende heraus, das Gleichungssystem, das wir lösen müssen und diese ganze Diskretisierung, die wir auf diese Art bekommen, ist leider genau dieselbe wie die wir schon mit der einfachen Diskretisierung bekommen haben. Und wieder ist die Frage, haben wir denn jetzt überhaupt irgendwas gewonnen? Und die Antwort ist natürlich ja, denn in dieser Stelle, da wir das Ganze ganz anders hergeleitet haben, können wir jetzt die Approximationssätze für Splines benutzen. Und den entsprechenden Approximationssatz, den haben Sie auf einem Übungsblatt bewiesen. Unter der Annahme, nehmen wir mal an, das ist wirklich eine klassische Lösung, die wir hier suchen. Das heißt mal, unter der Annahme, dass y tatsächlich in C2 ist, haben sie gezeigt, dass man die Funktion y approximieren kann mit einer Güte h². Das heißt also, in diesem Fall galt, dass das d von y und xh
ein O von H-Quadrat war. Und das bedeutet sofort mit unseren Sätzen, die Norm von Y minus YH, in der unendlichen Norm ist kleiner gleich eine Konstante mal H-Quadrat, und das ist auch tatsächlich korrekt. Okay, gut. Das heißt, ich hoffe, ich habe Ihnen hier nochmal gezeigt, dass die Splines und dass diese ganzen Sachen, die wir im Laufe der Vorlesung gemacht haben, dass sie wirklich am Ende zusammenkommen, dass wir die wirklich alle zusammensetzen können und dass wir die wirklich nutzen können, um ganz konkrete Probleme zu nutzen. Und deshalb habe ich am Anfang mal gesagt, die ganze Zeit über arbeiten wir eigentlich auf die Lösung dieser Randwertprobleme hin. Ganz zum Abschluss der Vorlesung möchte ich Ihnen einmal noch mal ganz kurz zeigen, wie man nun wirklich echte Probleme löst an einem Programm, mit dem man partielle Differentialgleichungen löst. Und ich möchte Ihnen ganz kurz noch einmal zeigen, was sich eigentlich ändert, wenn man jetzt auf höhere Dimensionen geht. Und wir werden insbesondere sehen, dass die Ideen dazu wir jetzt tatsächlich alle gesammelt haben.